Was geht ab, ihr kleinen Schlawiner? Schlinge! Ah. Und willkommen zu einem neuen Video. Und ihr wisst es, liebe Freunde, wenn wir uns auf dem Balkon versammeln, dann heißt es, dass es etwas Ernstes zu besprechen gibt. Wenn wir mal rausgehen, sind wir nicht. Wenn wir mal raus, also oder? Entweder brennt das Zimmer, wenn wir rausgehen, oder etwas Ernstes gibt zu besprechen. Etwas Ernstes zu besprechen. Und wir dachten, wir laden euch heute mal ein zu uns. Haben wir extra. Oh nein, nicht die Weinflasche, nicht Jimmy die Weinflasche. Den Jimmy besorgt den guten Wein. Nicht wirklich Jimmy haben wir genannt, oder? Egal. Wir trinken nicht mehr Wein, aber das ist. Egal, der Wein steht, hier schon seit wir eingezogen. Seit 4 Jahren. Egal, liebe Freunde, also. Es gibt wichtige was gibt es Ernst zu besprechen? YouTube, wisst ihr, ist unser Hobby, ist unsere Leidenschaft, unsere Berufung, alles zusammen. Wir lieben es, Videos zu machen, euch zu unterhalten, euch irgendwie was zu geben. Natürlich auch damit unser Geld verdienen, gehört natürlich alles zusammen. Armwechselpause. Okay, okay, okay. Oh, das ist so anstrengend, diese scheiß Kamera zu halten, okay. Wir gehen gar nicht mehr Fitness, sondern wir das Vlogging-Cam halten schon unsere Bizeps-Pump, egal. wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, vor Nachbar ist, da wir so rauskommen. Einfach so guck, so spastisch schön auf dem Balkon und drehen gerade irgendeine Scheiße. Wie krumm das wäre irgendwie. Wir haben ein paar Projekte neben YouTube noch am Start und die haben wir die ganze Zeit so im Hintergrund gehabt und die wollen wir jetzt mal mit euch teilen, euch mal erzählen, was los ist. Und zwar eine Sache, die wirklich ein riesiger Traum von uns beiden war, die wir wirklich, seit ich klein bin, wollte ich das wirklich mal machen. Und zwar einmal in einem großes Video mitspielen, was? Oh, Junge, fuck mich nicht ab. Nein, wir haben wirklich in einem Kinofilm mitgesprochen und zwar in einem Disney-Film und zwar genau genommen in dem zweiten Teil von Findet Nemo, der Findet Dory heißt. Also wir haben da synchron gesprochen und das war wirklich, also für mich persönlich kann ich nur sagen, es war ein Riesentraum. Ja, weil nee, für mich nicht. Weil viele Leute haben gesagt, Julian, mit deiner Stimme, mach doch irgendwas. Und ich dachte so, ja, aber mich will doch keiner. Dann kam Findet Dory, nee, komm, spreche mal eine Seegurke und einen Seeigel. Nein, spoiler doch nicht. Es wäre so cool, wenn Leute selbst herausgefunden hätten, wenn du gesprochen hast. Es hat einfach mega Spaß gemacht und war einfach so, ja, einfach cool, oder? Entspannt, so ein bisschen mal was Neues, so auf jeden Fall. Die zweite Sache, die wir am Start haben, ist in einem Hörspielprojekt. Da dürfen wir, glaube ich, noch nicht sagen, um welches Hörspiel es sich handelt. Aber ihr wisst, das Hörspiel auch ein Riesentraum für uns. Wir werden in einem professionellen Hörspiel vielleicht sogar in 2 mitsprechen. Und ja, das ist natürlich auch super, oder? Was zu sagen? Ja, das ist schön auf jeden Fall, ja. Weil früher waren wir der Meinung, dass es am besten ist, einfach im Zimmer zu chillen, rein gar nichts zu machen, einfach den ganzen Tag uns mit Jimmy zu beschäftigen. Aber heutzutage sind wir der Meinung, komm, wir müssen ein bisschen mehr was im Leben anstellen. Wir haben so viele Menschen da draußen, die wir glücklich sehen wollen. Und so viele Projekte, die man machen kann. Und so viel noch neben Zeit. Und so. Und wow. Wir können nicht die ganze Zeit fappen, weißt du? Das kann man nicht machen. Können wir schon, aber kann wir tun es nicht. Kann man schon. Kann man machen. Ja. Was ist gerade passiert? Die Nachbarin. Tatsächlich. Okay, Leute. Die Nachbarn sind draußen und wir trauen uns gerade nicht aufzunehmen. Kann ich einfach hier was erzählen? Das ist wirklich das Traurige. Kann ich hier was erzählen? Aus dieser Position oder was? Aus der Position, komm. Soll ich dieses Geheimnis-Position so? Ein Pickel an, Alter. Leute, wir müssen euch ein bisschen was erzählen. Leute, ich hab die noch nie grillen sehen, die Jungs da vorne, ja? Und heute, wenn wir einmal drehen wollen. Einmal wollen wir raus, ne? Einmal wollen wir schon O2 atmen. Rausgehen. Das CO2 hier aber loswerden. Ja, wenigstens haben wir Schuhe am Start. Schuhe, Bruder. Egal, hier, hier. Hier, Jeremy. Jeremy, der alte Fuchs. So, wir wollen euch was verkünden. Und zwar, wir kriegen eine eigene TV-Show. Die dritte Sache. Und zwar auf dem Sender You Powered bei RTL 2. Ja, aber jetzt, Leute, haltet euch. Was hat er gerade gesagt? Hat er das böse Wort mit 3 Buchstaben gesagt? Das Ding ist natürlich, liebe Freunde, ihr kennt ja unsere Meinung bezüglich RTL ziemlich gut. Die brauchen wir nicht nochmal sagen zu einigen Inhalten, die da so früher gemacht wurden und immer noch gemacht werden, wie Mitten im Leben oder auch sowas wie der Gamescom-Beitrag damals. Was man sagen muss, RTL 2 und RTL gehören natürlich zusammen, sind aber komplett getrennte Firmen. Und es gab 2 Sachen, die auf RTL 2 uns immer sehr gut gefallen hat. Und zwar... Anime! Ich hab die geliebt früher. Echt? Nach der Schule direkt Dragon Ball. Dragon Ball, immer Digimon geguckt natürlich, so. Klar. Sogar ich hab Dragon Ball und ich war echt traurig, dass es abgesetzt wurde. Und ich glaube, viele von uns waren auch sehr traurig. Und die zweite Sache, die ich... Mein Leben ist es was geworden. Frauentausch, sag's doch, komm. Okay, ne, Spaß. X-Faktor. Und die Sendung, die wir machen, wird jetzt nicht irgendwie, ihr braucht nicht Angst haben, okay, die machen jetzt da irgendwie was, was damit was zu tun hat, die werden jetzt irgendwie Frauentausch machen. Nein. Nein. Wir werden was mit X-Faktor machen und wir werden was mit Anime machen. Also wir bleiben komplett wir selbst. Wir dürfen komplett machen, was wir wollen. Wir haben alle Freiheiten. Und wir haben eben da die Möglichkeit, da ein bisschen diesen Sender selbst mitzubestimmen. Und mal zu gucken, dass das was Vernünftiges wird, was sich wirklich deutlich unterscheidet von anderen Inhalten. Weil das ist ja das Tolle an RTL 2U. Wir haben komplett eigene Möglichkeiten, alles zu machen, wie wir wollen. Wir können im Prinzip auch sagen, jo Leute, wir wollen kein Bescheid, wir wollen das nicht mehr, das gefällt uns nicht, wir machen was anderes. Ja. Und die sagen nicht so, nö, wir machen jetzt Mitten im Leben. Nö, Freunde, wir machen das, was wir wollen. Und wir haben uns auch mega für diese Anime-Sachen eingesetzt. Weil, guck mal. Es werden auch so auf dem Sender ganz viel Anime laufen. Genau, es wird wieder Dragon Ball laufen, es wird Digimon Fusion laufen, The Devil is a Part Time, es wird so wir viel Anime geben. Wir haben Möglichkeiten, das mitzubestimmen. Wir dachten uns, okay, man kann das jetzt haten, wir haben das selber früher gehatet, aber das Ding ist wirklich, da haben wir die Möglichkeit, das von innen quasi auch so ein bisschen zu verändern. Es macht uns Spaß, wir machen, was wir wollen und wir werden dafür noch bezahlt, muss man natürlich auch ehrlich sagen, und wer hätte das in dieser Position nicht angenommen. Also Leute, eine Sache finde ich auch super cool, weil Leute, wir können da wirklich viel ändern und das liegt auch in eurer Hand, weil ihr könnt da auch viel dran ändern. Ja. Wenn einfach so ein bisschen hinter uns stehen würde, weil viele sagen jetzt bestimmt in den Kommentaren so, Seele verkauft, RTL, Support, RTL, Leute, anstatt rumzunörgeln. Ich war früher genauso, ja, aber, muss ich auch sagen. Was bringt das denn rumzunörgeln? Ich meine, wir haben
verändern gerade schön was, ja, und. Weil früher dachten die ganzen TV-Sender, ach, die komischen YouTuber und Gamer, so alles so komische Nerds und so. Ja, ist eine Möglichkeit. Und verändert sich das, ja, genau. Und wir, was wir eben machen, ja, wie gesagt, wir machen da nicht irgendwie so einen komischen Scheiß, der nicht zu uns passt oder so, sondern wir machen folgendes: Wir werden uns X-Factor, machen Let's Watch X-Factor, was mega cool ist. Da hätten wir nie die Rechte für bekommen für unseren YouTube, sonst können wir da eben machen. Nee, in Kooperation mit X-Factor sogar, ja. Wir, ja, genau, wir haben Jonathan Frakes kennengelernt. Ja, sogar Jonathan Frakes ist ein richtig cooler Typ, nein, Spaß. X-Factor ist einfach mein Traum, irgendwas damit zu machen, weil jetzt einfach meine, ihr kennt es ja, das ist meine Lieblingssendung. Ich mache ja eine eigene Sendung auf YouTube quasi, ein eigenes Video, was sowas, ja, ist, ja. Und warum nicht? Ich meine, wir haben genug Zeit. Anstatt zu fappen, machen wir jetzt irgendwie nebenbei noch sowas Kleines. Was uns halt noch wichtig ist, dass wirklich mit euch ehrlich reden, euch das erzählen. Nicht wie andere YouTuber so irgendwie was verschweigen, dass wir Placements verschweigen, dass wir... Wir machen alles ehrlich und offen. Wir wollen euch das offen mit euch kommunizieren. Das ist uns wichtig, Kommunikation und da offen reden. Und das war's von uns. Die Welt ist böse immer noch und passt auf euch auf!